Im alleine lauffähigen Add-on Fall of Sea-Tarif zum Rollenspiel Arcania Gothic 4 schickt uns Entwickler Spellbound erneut in der Rolle des Namenlosen auf die Reise, um eine dunkle Bedrohung zu bannen und Unmengen von Gegnern kaputt zu hauen. Das Add-on bestreiten wir entweder mit einem Import-Charakter aus dem Hauptprogramm oder mit einem neu erstellten Recken. Wie sich Fall of Sea-Tarif im Test schlägt, verrät unser Video. Das Add-on Fall of Sea-Tarif ist zeitlich nach dem kruden Ende von Arcania angesiedelt. Die Rahmenhandlung ist schnell erzählt. Das Städtchen Sea-Tarif wird von einem bösen Dämonen heimgesucht und wie es in Rollenspielen üblich ist, sollen wir uns der Bedrohung annehmen. Im Fall of Sea-Tarif starten wir unser Abenteuer nicht etwa als halbes Hemd, sondern als gestandene Recke mit ordentlicher Ausrüstung. Entsprechend viele Punkte haben wir bereits in unsere Fertigkeiten investiert. Konsequenterweise nehmen wir es von Anfang an mit größeren Gruppen von Gegnern auf. Neu hinzugekommen sind dabei etwa amazonenhafte Sturmkrähen, die uns aus der Distanz und im Nahkampf behaken. Und besonders schön modellierte Dämonenwölfe. Zu Beginn von Fall of Sea-Tarif durchstreifen wir eine hübsche Graslandschaft und erkunden stimmige Strände. Die meiste Zeit verbringen wir aber damit, uns durch wenig spektakuläre Höhlen zu prügeln. Die sind auch gerne mal extra groß, wie ein Blick auf unsere Karte verrät. Auch die meisten Außenlevels von Sea-Tarif sind recht düster und erkennbar aus Schläuchen zusammengesetzt. Zudem ist die Spielwelt immer wieder nicht besonders logisch. Hier verlassen wir etwa gerade einen Dungeon und treffen unvermittelt auf zwei Händler, die ohne erkennbaren Grund inmitten der verwüsteten Stadt herumstehen. Im Verlauf der dünnen Handlung treffen wir auch alte Bekannte wieder. Zwei davon dürfen wir sogar einige Minuten lang selbst steuern. So prügeln wir uns hier etwa mit Guan durch untote Ritter. Das ist eine nette Idee. Unser persönliches Highlight ist aber das unverwundbare Schaf, das uns in dieser Szene hinterherläuft. Fall of Sea-Tarif krankt an zwei für ein Rollenspiel besonders wichtigen Stellen: Quests und Abwechslung. Von beiden gibt es nämlich viel zu wenig. Zentrale Spielinhalt sind somit die monotonen Dauerkämpfe. Außerdem ist die Spielzeit mit rund 3,5 Stunden arg knapp bemessen. Die Grafik des Add-ons macht einen guten Eindruck. Vor allem in den ersten Außenarealen kommen die stimmigen Lichteffekte schön zur Geltung. Ein großer Teil der Dungeons und Stadtgebiete von Sea-Tarif sind hingegen wenig spektakulär und auf die Dauer ermüdend anzuschauen. Leider sind wir aber gerade dort besonders häufig unterwegs. Hinzu kommen vereinzelte Grafikbugs, etwa Clipping-Fehler. Fall of Sea-Tarif ist über weite Strecken hinweg einfallslos und uninspiriert. Die grundsätzlich spaßigen Gefechte ermüden auf die Dauer, die Dungeons langweilen das Auge und die extrem kurze Spielzeit von 3,5 Stunden ist ein echtes Ärgernis. Außerdem gibt es viel zu wenige Quests. Kurzum, selbst beinharte Genrefans sollten sich den Kauf gut überlegen.